Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed Rogue. Am Anfang möchte ich gleich noch was sagen. Vielen lieben Dank, dass die Serie sich kleiner Beliebtheit erfreut. Also im Gegensatz zu meinen anderen Serien habe ich jetzt in den ersten Folgen nicht so viele Aufrufe wie in den letzten Folgen zu dieser Serie. Das habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht habe ich hier andere Tags genommen. Vielleicht sind die Bilder auch cooler. Ich habe keine Ahnung. Aber vielen lieben Dank, dass ihr die kleinen Folgen auch guckt. Ihr könnt auch gerne mal öfter was kommentieren oder was bewerten. Wenn scheiße ist, ist es scheiße. Könnt ihr auch gerne negatives Feedback dalassen. Ich bin ja für konstruktive Kritik immer zu haben. Aber falls euch meine anderen Serien interessieren, kann ich euch nur empfehlen, schaut mal bei Horizon Zero Dawn vorbei. Ich habe die Complete Edition ja komplett fertig let's played. Rise of the Tomb Raider ist natürlich auch toll. Aber davon müsst ihr euch selber überzeugen. Und jetzt werde ich auch mal die nächste Mission starten. Wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Wir müssen auf jeden Fall interagieren. Hier ist auf jeden Fall irgendwie das Ziel für die nächste Mission. Ich werde mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt Kreis drücke. Während ihr euch um dieses vorgekümmert habt, bin ich über den Schatz gestolpert. Heißt das etwa... Es war höchst merkwürdig. Nun, jedenfalls habe ich unter anderem Karten und Aufzeichnungen über französische Handelsrouten gefunden. Was denkt ihr, Gist? Vielleicht können wir sie ja benutzen, um der Royal Navy zu helfen und unsere Taschen zu füllen. Die Karten sind in ihrer Kabine, Captain, falls ihr sie betrachten wollt. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz spaßig. Werde ich mal gleich mal machen. Mal schauen, was das so für Karten sind. Neues Ziel, Zugang zur Flotte verschaffen. Ach so, ja klar, die Seekampagne, das war ja auch geil. Hier können wir ein paar Schiffe auf Mission schicken. Die Schiffe sollten natürlich auch relativ gut bestückt sein. Wir können natürlich auch Schiffe, die wir im Verlauf des weiteren Spiels im Seekampf entern, die können wir zu unserer Flotte hinzufügen. Wir können kleine Schoner, Fregatten, Brigs oder richtig große Kriegsschiffe, wenn wir die dann geentert haben, können wir sie zu unserer Flotte hinzufügen. Die fahren dann irgendwo über die Weltkarte, besorgen Rohstoffe. Das dauert natürlich auch immer eine gewisse Zeit. Und die liefern sich auch kleine Kämpfe. Irgendwie so war das. Ich muss mal gucken. Was gibt es hier alles? Ja, wir können jetzt auf jeden Fall nur Louisiana auswählen. Ja, da sehen wir auch, was wir für ein Schiff haben. Das ist zum Beispiel ein Schoner, der heißt Victoria. Die Erfolgsaussichten, um dieses Schiff zum Ziel zu bringen, sind 94%. Hier haben wir auch einen Schoner. Ja, das sind alles andere Schiffe. Hier haben wir aber einen Brick. Hier sind die Erfolgsaussichten 100%. Also ich sag mal so, 94-95%, das geht schon. Aber ändert sich auch die Zeit? Ne, die Zeit ändert sich nicht. Natürlich, umso größer die Schiffe so sind, ja, dann ändert sich natürlich auch die Reisezeit. Manche Schiffe brauchen mehr Zeit und andere brauchen weniger Zeit. Gewisse Routen sind natürlich auch risikoreicher. Das werde ich euch alles noch erklären, das werde ich euch alles noch zeigen. Und das Schiff ist ausgelaufen. Und das Schiff ist auch gleich da. Ja, das ist natürlich ein kleines Tutorial, deswegen geht es auch relativ schnell. Missionsbericht, okay. Haben wir. Ich könnte das jetzt auch vorlesen, mache ich jetzt aber nicht. Wir machen jetzt einfach mal weiterspielen. Dadurch haben wir jetzt ein Sammelobjekt erhalten. Das ist die Evelyn Galionsfigur. Okay. Wir hätten die erste von 33 Missionen abgeschlossen. Das wird da oben links eingeblendet. Da steht britische Erfolge im Siebenjährigen Krieg. Okay. Eine weitere Route hat sich jetzt natürlich auch erschlossen. Das ist Florida. Da werde ich auch gleich mal raufgehen. Da ist natürlich, wie ihr schon seht, die ursprüngliche Reisezeit 12 Minuten. Der Schoner hat 96, auch 96. Ja, der Brick hat auch wieder 100%. Und wie ihr seht, hier ändert sich die Reisezeit. Die anderen brauchen so 8 Minuten 49 Sekunden und die Brick braucht 9 Minuten 55 Sekunden. Aber dafür ist die Erfolgsaussicht 100%. Also nehme ich das erstmal. Und wir könnten natürlich auch das Schiff reparieren. Mache ich jetzt auch mal. Wir haben es ja. So, Schiff ist repariert. Und dann schicken wir das kleine Schiffchen namens Sussex. Oder Sussex. Ja, gut, kann ich manchmal nicht auf Anhieb lesen oder aussprechen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber das Schiffchen werde ich jetzt erstmal dahin schicken. Und wir können währenddessen natürlich auch noch
andere Schiffe wieder auf andere Routen schicken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir können so 12 oder 15 verschiedene Schiffe haben. Das heißt, wir können immer ganz viele Schiffe auf bestimmte Routen schicken. Dadurch kriegen wir Rohstoffe und bestimmte Sammelobjekte, wie so eine Galionsfigur, die man sonst normalerweise nicht im Spiel, glaube ich, finden würden. Die kriegen wir auf diese Mission. Und jetzt schicken wir einfach mal wieder einen Schoner. Victoria ist ausgelaufen. Okay. Wenn diese beiden Schiffe diese Route natürlich wieder erfolgreich bestanden haben, wovon ich ausgehe, werden sich natürlich auch wieder weitere Routen ermöglichen. Wir können natürlich einen Blick auf die Flotte werfen. Das sehen wir hier, was wir alles haben. Das steht auch auf einer Mission. Das ist noch nicht auf einer Mission. Das ist natürlich auch auf einer Mission. Und wir können uns natürlich auch neue Docks kaufen. Das werde ich jetzt auch mal machen. Das kostet ja noch nicht so viel, aber der Preis wird sich im Verlaufe, umso mehr Docks wir hinzufügen, natürlich auch immer erhöhen. Und ja, wir haben das Geld einfach. Ich kaufe mir noch einen Dock. Und es geht immer weiter. Wir kaufen uns einfach noch ein paar Docks. Ich werde das jetzt ein paar Mal machen. Dann werde ich noch ein bisschen auf dem großen... auf der großen weiten Weltkarte, mir hat gerade das Wort gefehlt, tut mir leid, werde ich einfach mal ein paar Schiffchen entern und die dann meiner Flotte hinzufügen. Weil das lohnt sich einfach. Dadurch kriegen wir immer Geld, dadurch kriegen wir Rohstoffe und wie gesagt, die Sammelobjekte, die wir sonst normalerweise nicht bekommen. Es wird natürlich immer teurer, habe ich gesagt, aber das geht noch. Ich kaufe mir einfach schon mal im Vorfeld ein paar Docks, daher kann ich mir im Nachhinein dann auch immer ein paar schöne Schiffchen entern. Die Schiffe können wir natürlich auch immer austauschen, wenn wir bessere Schiffe finden sollten. Das kostet jetzt schon 1000, das Dock. Aber ist egal, denn ihr wisst, wir haben's ja. Okay, das kostet 2000. Jetzt bin ich geizig. Jetzt höre ich auf. Ja. Wir können natürlich auch immer nur ein Schiff auf eine bestimmte Route schicken. Und... ja, die Weltkarte. Ja gut, das ist jetzt hier die Weltkarte. Ja gut, mehr haben wir erstmal nicht. Ich werde erstmal die Seekampagne verlassen. Ich hoffe, ich habe euch das gut erklärt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es verständlich war. Wenn nicht, oder sollte ich was vergessen haben, könnt ihr das natürlich auch gerne in den Kommentaren ergänzen. So, hätten wir das auch mal gemacht. Haben wir noch ein paar Einkünfte? Nee, haben wir leider nicht. Es wurde ja auch nicht angezeigt, dass wir irgendwas bekommen haben. Hier können wir jetzt ein paar Monturen hoffentlich auswählen. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Denn ich habe mir, bevor ich das Spiel angefangen habe, auch im Ubisoft Club, aufgrund dessen, dass ich ja eine Menge Assassin's Creed Spiele gespielt habe, unter anderem auch noch andere Spiele von Ubisoft, zum Beispiel Watch Dogs und Watch Dogs 2, habe ich nämlich Ubisoft Punkte bekommen. Und für diese Ubisoft Punkte können wir uns für Ubisoft Spiele in diesen Spielen oder für diese Spiele im Club bestimmte Bonusgegenstände holen, wie Waffen oder neue Outfits und irgendwie sowas. Und ich glaube, diese Montur müsste auch verfügbar sein. Aber die kostet hier was. Ich möchte sagen, die anderen Monturen, die ich mir geholt habe, genau, hier sind sie. Altairs Montur habe ich mir nämlich geholt, Ezios Montur, Connors Montur, Edward Montur, Arno aus Unity, Bayek von Origins ist auch mit bei. Finde ich auch ein cooles Feature. Das sind so die Sachen in Remastered, die wir natürlich jetzt mit der neuen Edition jetzt hier für die PS4 mit einbauen können. Das ist natürlich geil. Wir können natürlich auch Shay aussehen lassen wie Jacob. Guckt euch das an. Aber ich werde... ja, was sollte ich denn für eine Montur wählen? Ich finde eigentlich die Montur, die Shay anhat, passend. Ich werde nachher in den anderen weiteren Folgen sicherlich auch mal andere Monturen wählen, aber die hier finde ich ganz passend, die hat. So, genug gequatscht. Habe ich euch das alles ein bisschen mit der Seekampagne erklärt. Ich habe euch das mit den Monturen erklärt, warum ich diese Monturen habe. Und dann würde ich sagen, jetzt machen wir endlich mal mit der Hauptgeschichte weiter. Und je nachdem, wie viel Zeit noch ist, werde ich vielleicht noch eine andere Nebenaktivität machen. Mal schauen. Ja, die Crew ist natürlich wieder hoch erfreut, dass wir da sind. Ich muss mal schauen, wo wäre jetzt die nächste Hauptmission? Wahrscheinlich nicht auf dieser Karte, oder? Nee, die wäre nicht auf dieser Karte. Wo wäre die dann?
Ich mache jetzt mal die Schnellreise. Es könnte sein, dass wir wieder nach New York zurück müssen. Das wäre natürlich toll. Dann könnte ich da noch ein Bandenversteck machen. Der Colonel dankt und gratuliert euch, Shay. Er ist wieder in New York. Aber ihr wirkt bestürzt. Fragt ihr euch manchmal, ob ihr richtig handelt, Gist? Ob ihr den rechten Weg wählt? Hab ich, junger Freund, aber nicht mehr. Nicht seit ich den Colonel kenne. Und was gäb's zu fragen? Die Franzosen stehen auf unserem Land. Es wird Zeit, sie zu verjagen. Natürlich. Okay, es tut mir leid, ihr zwei, dass ich euch unterbrochen habe, aber wir können nach New York zurückkehren, denn dort erwartet uns eine weitere Mission und das freut mich natürlich, da wollte ich sowieso hin. Segeln wir nach New York. Aye, aye, Captain. Ich lasse die Ladebildschirme immer drinnen, damit ihr auch wirklich seht, dass es extra in der Remastered-Edition im Vergleich zur PS3-Edition von damals wirklich erheblich verkürzt wurde. Habt ihr ja gesehen, wie schnell das geht. Da ist nichts geschnitten oder dergleichen. Das ist ein wirklich cooles Feature, dass sie das so gemacht haben. Es kann natürlich auch sein, dass es an der PlayStation 4 Pro liegt oder sowas, dass sie ein bisschen mehr Power hat und es schneller geht. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber ich denke mal, sie haben die Ladezeiten einfach mal verkürzt. Und jetzt sind wir, wie gesagt, in New York. Dieser Stadtteil gehört uns ja schon. Wenn wir hier weitere Bandenhauptquartiere natürlich eliminieren, gehören uns auch diese Stadtteile von New York. Da können wir dann natürlich auch mehrere Gebäude wieder renovieren. Aber ich werde mir das jetzt erstmal markieren, denn jetzt habe ich ja genug Rohstoffe, um dieses Gebäude auch zu renovieren. Wir müssen zwar ein bisschen laufen, aber das stört mich nicht. Und danach könnte ich eigentlich die Hauptmission starten. Oder vielleicht mache ich ein Bandenhauptquartier? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das nur überlegen. Ich würde sagen, ich mache erstmal die Hauptmission. Und wenn die Hauptmission nicht allzu lange geht, mache ich noch ein Bandenhauptquartier. Rechts wird jetzt auch eingeblendet. Sie haben jetzt 630 Pfund, sind es, glaube ich, erwirtschaftet. Das ist natürlich daher, weil wir schon ein Gebäude renoviert haben. Umso mehr Gebäude wir natürlich im Endeffekt renoviert haben, umso mehr erwirtschaften wir auch. Und natürlich bringen uns auch, wie gesagt, diese Seekampagnen Geld ein und Sammelgegenstände. Das hatte ich ja schon eben ausführlich erklärt. Das ist natürlich echt ein cooles Feature. In früheren Assassin's Creed-Teilen, ich glaube in Assassin's Creed 2... Ach nee, Quatsch, in Assassin's Creed 2 war es ja auch so. Wenn wir Gebäude renoviert haben, haben wir dadurch auch was erwirtschaftet. Ich habe gerade gedacht, wir haben eigentlich nur Geld bekommen, indem wir gewisse Truhen mehr oder weniger gesammelt haben oder geöffnet haben und gesucht haben. Aber nein, das war nicht der Fall. Da mussten wir auch schon was renovieren. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn sich die Serie weiterhin so großer Beliebtheit erfreut, oder für meine Verhältnisse jedenfalls mehr oder weniger Beliebtheit erfreut, wenn auch Leute zuschauen, vielleicht was schreiben, was kommentieren, was bewerten und pipapo, dann wollte ich eigentlich auch noch Assassin's Creed 2 Remastered, Assassin's Creed Brotherhood Remastered und Assassin's Creed Revelations, also die komplette Ezio-Trilogie, wollte ich auch noch Let's Playen. Das habe ich eigentlich schon vor einem Jahr vorgehabt. Aber das werde ich dann jetzt wirklich, nachdem ich diese Serie dann beendet habe, mal wirklich in Angriff nehmen, weil da habe ich wirklich Bock drauf. Aber egal, ich habe schon viel zu viel gequatscht. Jetzt werde ich hier interagieren und endlich mal das Gebäude renovieren. Können wir es dann auch diesmal machen? Ja, wir können es renovieren, das ist toll. Jetzt erwirtschaften wir natürlich schon fast 1000 Pfund. Oder sind es wirklich Pfund? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ist das Zeichen für Pfund? Ich möchte sagen, das ist das Zeichen für englische Pfund. Das müsste eigentlich damals in diesen amerikanischen und britischen Kolonien die gängige Währung gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, wir können jetzt hier nichts weiter renovieren. Also gehe ich erstmal zur Hauptmission. Seekampagnenmission Sieg. Okay,
die Seekampagne oder die Mission der Seekampagne war erfolgreich. Wundert euch nicht, warum das Bild hier an den Rändern jetzt gerade so komisch war und so eine flüsternde Musik immer ist. Das heißt auf jeden Fall, dass sich hier Schleicher in der Nähe befinden. Wenn ich jetzt theoretisch hier mit dem Adlerauge wieder suchen würde, dann würden wir die Schleicher sehen. Ich kann ja mal gucken. Irgendwo hier vorne sind die. Ist das schon ein Schleicher? Nee, das ist kein Schleicher. Ah ja. Die Alte steht da vorne um die Ecke. Ich sehe schon. Na, komm mal her. Ja, ja, ja. Das hast du dir so gedacht, wa? Aber das hatte ich ja schon in der letzten Folge gemacht. Oder in der Vor... Was in der Vor... Ich glaube, es war in der vorletzten Folge. Da hatte ich auch leider eine Desynchronisation, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ich möchte sagen, das war die 9. Folge. Das Ziel ist jetzt nicht mehr so weit weg, noch knappe 80 Meter. Bin mal gespannt, was wir jetzt in dieser Hauptmission hier machen müssen. Es wird sicherlich wieder irgendwas mit Colonel Monroe sein. Zudem hat das ja auch unser zweiter Mart gesagt, dass der uns jetzt hier in New York erwartet. Und ja, es ist mit Colonel Monroe. Da steht er auch schon. Wir machen jetzt Sequenz 03. Halte die Freunde in der Nähe. Ah, Master Cormac. Was Le Chasseur euch gesagt hat, bestätigt sich. Die hiesigen Gesetzesbrecher ändern die Taktik. Was planen Sie? Ihr Anführer benutzt Benjamin Franklin zur Herstellung neuer Waffen. Er wird sehr gut bewacht. Benjamin Franklin? Der Forscher? Ihr kennt ihn also? Gut. Er baut Geräte, mit denen Gas unters Volk gebracht werden kann. Giftgase, wie sich zeigte. Und das Volk? Ich dachte, sie wollten es gegen die Obrigkeit einsetzen. Aber das wäre auch schrecklich. Die Schläger, die wir festgenommen haben, erwähnten eine Frau. Sie scheint hinter den teuflischen Plänen zu stecken. Ich sehe mir das an. Hab Dank. Hope. Hoffentlich nicht du. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, Shay. Das könnte natürlich Hope sein. Soweit ich weiß, ist Hope auch die einzige Frau in der Assassinenbruderschaft. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr ganz genau, ob wir jetzt wirklich was mit der Assassinenbruderschaft zu tun haben oder ob die dahinter stecken, was gerade Colonel Monroe gesagt hat. Auf jeden Fall müssen wir jetzt Franklins Haus erreichen. Das hier vorne ist leider ein Sperrgebiet. Ach du Scheiße, ey, was soll denn das schon wieder? Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Jetzt muss ich mich doch noch mit ein paar Rotrücken rumschlagen. Na gut, egal. So eine verdammte Scheiße, wenn man einmal von so einem Schleicher getroffen wird, dann haut das richtig rein. Aber eigentlich müssten jetzt hier gar keine Leute mehr sein. Ich dachte, der eine wollte gerade abhauen. Der eine Typ hat sich hier auch cool postiert. Gut, ich meine, das ist eine Bank, aber so wie er da sitzt... Naja gut, wenn er es toll findet. Ja. Dann machen wir das mal. In Franklins Haus schleichen. Oder Franklins Haus erreichen. Aber die Frage ist, gibt es jetzt hier wieder ein optionales Ziel? Nee, im Moment wird nichts eingeblendet. Das ist ein Sperrgebiet. Sollte ich jetzt hier Leute klar machen? Ich kann es ja mal versuchen. Aber das kann jetzt nicht so schlimm sein. Oh, da vorne ist sogar ein Bauplan. Sehe ich auf der Karte. Diese Baupläne, die werden natürlich auf der Karte immer durch diese kleinen Zahnräder dargestellt. Und diese Baupläne sind natürlich auch vom Vorteil für die Morrigan, weil dadurch können wir wirklich Verbesserungen für unser Schiff bekommen, die wir sonst im normalen Schiffsladen nicht kaufen können. Aber das hatte ich euch, glaube ich, auch schon in den letzten Folgen erzählt. Konstruktionsbaupläne. Konstruktionsbaupläne können bei der Erkundung der Welt gefunden werden. Sie werden in bestimmten Truhen aufbewahrt. Damit schalten Sie wertvolle Gegenstände und die besten Schiffsverbesserungen frei. Also geben Sie sich Mühe, sie alle zu finden. Das habe ich ja gerade gesagt.
Und so ist es auch. Exzellentes Puckelgewehr. Okay, das steht uns jetzt zur Verfügung. Aber das werde ich jetzt natürlich nicht verbessern. Wahrscheinlich fehlt mir dafür auch wieder ein Rohstoff. Nein, nein, ich halte nicht an. Ich bin hier auf der Durchreise. Ihr wisst ja... Oh, ich bin Arzt. Oh, oh. Verdammt. Shay, schnell weg da. Da war eine Bombe. Ja, 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 ja. Was? Nein. Oh, verdammte Scheiße. Wer hat mich denn jetzt erwischt? Irgendein Idiot schießt hier auf mich. Oh, hier ist ein Schütze in der Nähe. Schnell weg, 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 weg. Ja, es tut mir leid, mein Englisch ist nicht so toll. Ich habe gerade nichts verstanden. Ich habe irgendwas nur verstanden von irgendwas schnappen oder ich werde dich kriegen oder irgendwie. Du wirst mir nicht entkommen. Ich glaube, sowas war das. Ja, wir müssten jetzt eigentlich alle Leute hier ausgeschaltet haben, glaube ich. Schade, dass es hier noch nicht diesen kontrollierten Abstieg gibt, wie bei Assassin's Creed Unity. Das fand ich bei Unity so toll. Das war ja auch erst ab Assassin's Creed Unity so. Wie viele Leute kommen denn hier immer? Darf ich jetzt endlich mal hier in die Tür rein? Das wäre sehr liebenswürdig. Shay, wie schön, euch wiederzusehen. Eure Freundin sagte, ihr wärt fort. War ich. Sir, ich kam, um die Forschungsergebnisse zu holen. Oh, nun, das trifft sich gut, denn ich bin gerade fertig mit dem Prototypen. Bitteschön. Ich werde bald nach Philadelphia reisen und dann nach Europa. Ich bin eingeladen, in London eine Vorlesung zu halten. Oh, wärt ihr so freundlich, Mistress Hope darüber zu informieren? Natürlich. Oh Gott, Hope. Was treibst du bei dieser Bande, die die Stadt in ihr Verderben stürzt? Was hast du getan? Ist etwas mit ihnen, Master Cormac? Nein, nein. Ja, nur Erinnerungen. Wenn zu mir neue Rekruten mit finsteren Erinnerungen kommen, dann sage ich ihnen, das beste Mittel dagegen ist Schießpulver. Ihr habt recht, Colonel. Dieser Prototyp scheint sehr mächtig. Seid vorsichtig damit, Master Cormac. Unsere Spione sagen, das Gerät könne zugleich bestimmte Befestigungen einreißen und mehrere Feinde treffen. Es gibt noch eine subtilere Methode. Einige dieser Granaten enthalten ein starkes Sedativ. Schießt in eine Menge und alle schlafen sofort ein. Wir sollten die neue Waffe testen. Schießt auf die Tür. Granatwerfer. Der Granatwerfer ist eine starke Fernwaffe, die Splitter, Berserker und Schlafgranaten verschießen kann. Granaten können in Gemischtwarenläden gekauft und aus dem Inventar heraus hergestellt werden. Das ist ja ganz toll. Schießt auf die Tür. Ja, ja, mache ich ja. Ich wollte ja nur mal kurz hier was auswählen. So, jetzt haben wir den Granatwerfer mit Splittergranaten ausgewählt. Das ist natürlich auch toll. Schießt auf die Tür. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ihr könnt diese neue Waffe gegen die Halunken richten, die sie benutzen wollen. In der Nähe ist eine verlassene Manufaktur voll von gefährlichem Gift. Derzeit erzeugt es nur Schlaf. Aber diese Schurken destillieren es. Eine stärkere Mischung könnte große Teile New Yorks verseuchen oder töten. Dann ist das mein erstes Ziel. Seid vorsichtig, Master Cormac. Wir glauben, die Inhaltsstoffe sind höchst instabil. Umso besser. Alles klar. Okay, dann werden wir das mal machen. Ich muss auf jeden Fall 3 Soldaten auf einmal mit einer Splittergranate treffen. Dazu müsste ich mir erstmal 3 Soldaten suchen, die auf einer Stelle stehen.
Vielleicht finden wir die da vorne auch schon. Ich gehe erstmal nach da vorne hin, wo diese roten Punkte sind. Da sollen sich ja auch die Giftvorräte befinden. Warum bellt mich denn der Hund an? Kann doch nicht sein. Ich bin doch so tierlieb. Mittlerweile müsst ihr ja eigentlich auch wissen, dass ich immer versuche, alle optionalen Ziele in einer Mission zu erreichen, sofern sie denn auch mal eingeblendet werden. Das war ja nicht immer der Fall. Hier vorne befinden sich überhaupt keine Soldaten. Das heißt, da vorne sind dann auch alle Soldaten. Jetzt bin ich in einem Sperrgebiet. Mit ein paar Handgriffen kann ich vielleicht das ganze System ausschalten. Ich könnte natürlich auch mit einem Knallkörperpfeil einige auf eine Stelle locken. Wenn sich das mehrere Leute angucken, dann könnte ich natürlich auch auf mehrere Leute gleichzeitig schießen. Aber irgendwie scheinen sich die Leute dafür nicht so wirklich zu interessieren. Ja gut, da unten sind jetzt zwei Soldaten, aber das reißt es ja noch nicht wirklich raus. Ich bräuchte schon wirklich drei auf einer Stelle. Ah ja. Da sind drei. Okay, das könnte jetzt hinhauen. Ah, verdammte Axt. Ich glaube, der eine ist nicht mal hochgegangen. Ne, da steht drei Wachen mit einer einzigen Granate töten. Irgendwie hat's nicht so geklappt. Ich werde mal noch versuchen, nochmal welche anzulocken. Die haben mich ja noch nicht gesehen. Okay, jetzt haben sie mich gesehen. Stimmt doch gar nicht. Hab ich doch gar nicht gesehen. Oh, das haut er doch rein. Ja. Nein, du schießt mich nicht ab. Ach, erzähl doch keinen Scheiß. Ich muss mich ja kurz verstecken. Wenn ich wieder inkognito bin, versuche ich die nochmal alle auf eine Stelle zu locken und dann hochzujagen. Das hätte eigentlich auch eben schon klappen können, aber irgendwie war der eine Soldat ein bisschen widerstandsfähiger als die anderen. So, mal gucken. Na, irgendwie haut das nicht hin. Die anderen beiden Idioten sind da vorne. Ey, ihr sollt da hinten mal gucken. Ich habe da hier so einen tollen Knallkörperpfeil dahin gejagt. Hab ich nur für euch gemacht. Versuche ich mal nochmal. Oh, jetzt habe ich das Ding hier oben gezündet, ich Idiot. Naja, gut, ist auch egal. Ich halte mich damit jetzt nicht auf, aber ich versuche wirklich immer, diese optionalen Ziele zu erreichen. Ich werde mich jetzt dann doch erstmal um die Giftvorräte kümmern. Wir müssen ja hier ein paar Behälter zerstören. Wir müssen auch, glaube ich, 10 Wachen vergiften, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, 10 Wachen schlafen legen. Müssen wir das auch mit den Granaten machen? Tatsache. Wir haben auch Schlafgranaten. Da vorne ist noch ein Scharfschütze aus dem Dach. Oder auf dem Dach vielmehr. Die Versprecher gibt es heute auch wieder alle umsonst bei mir. Das gibt's alles gratis. Da unten sind zwei Wachen. Oh oh. Da drüben hat mich einer gesehen. Hier gibt es ja nochmal Munition. Habe ich jetzt auch nochmal Knallkörpersachen voll? Ne, nicht wirklich. Verdammt! Es muss doch machbar sein, so viele Leute wie möglich auf eine Stelle zu locken. We import and export whatever the people want. Try to take this.
Komm, nimm die Splittergranate rein. Nein, jetzt hat er nicht geschossen. Ey, so eine verdammte Scheiße. Okay, dann machen wir das anders. Jo, was geht ab? Ich suche mir jetzt einfach meine Opfer. Das muss doch möglich sein. Na los, kommt her. Okay, hier haben wir gleich mehr auf einen Fleck. Das sollte klappen. Wenn es mal klappt. Okay. Erstmal ein bisschen kontern. Oh, scheiße. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen kontern und ich bin desynchronisiert. Okay, das musste ja mal wieder sein. Die Desynchronisation, die haben ja schon wieder Tradition in diesen Folgen. Verdammte Scheiße. Habe ich total verplant, dass die mir so viel Damage zufügen können. Okay, aber jetzt kriegen wir das einfacher hin. Es soll ja auch nicht zu einfach werden, ja? So viel schon mal sicher. Mit ein paar Handgriffen kann ich vielleicht das ganze System ausschalten. Ja. Ja, was ich hier mache, ich bin ja nur auf der Durchreise. Ich muss mir hier mal New York angucken. Ich muss auf jeden Fall die eine Stelle da vorne wieder finden, wo die ganzen Wachen auf einmal sind. Oh, 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 oh. Also die Scharfschützen, die nerven ja echt. Die muss ich erstmal irgendwie loswerden. Ich habe keine Knallkörper. Nein! Es hätte jetzt so gut gepasst. Aber vielleicht kommt der eine Typ von da drüben wieder zurück. Nee, der kommt da nicht zurück. Scheiße. Wo zum Geier sind jetzt hier diese Attentäter? Schade, dass ich da keine Munition kriege. Jedenfalls für die Knallkörperpfeile. Die beiden Idioten kommen hier unten wieder langgelaufen. Wenn ich Glück habe, kommt der eine Typ von da hinten auch wieder zurück. Und es sieht ganz danach aus. Und wenn die sich da unten wieder hinstellen, und das tun sie wahrscheinlich, dann feuere ich jetzt auf diese Stelle. Jawohl. Das hätte schon mal gut geklappt. Jetzt müssen wir nur noch einschläfern. Und zwar mit Schlafgranaten. Das sollte nicht so schwer sein. Das sollte wirklich nicht so schwer sein. Wir hatten schon mal 4 Wachen eingeschläfert. Hier ist die Munition leider leer. Aber ja, genau. Da hinten ist noch ein Munitionsvorrat. Wir können natürlich auch immer, glaube ich, dieselben Wachen einschläfern. Also die Wachen ja auch wieder auf, davon mal abgesehen. Ich werde erstmal die beiden Jungs hier vorne wieder einschläfern. Wir haben natürlich jetzt wieder 1627 Pfund erwirtschaftet. Das ist natürlich toll. Jetzt hätten wir schon mal 6 Wachen eingeschläfert. Irgendwo da vorne stehen ja noch die anderen beiden. Das geht jetzt eigentlich relativ fix. Ich habe es mir zum Anfang irgendwie wieder sehr kompliziert gemacht. Ich denke auch immer irgendwie zu kompliziert. Ich weiß, wenn ihr das immer seht, ihr könnt euch auch vorstellen, was hat er dann da gerissen? Das geht eigentlich viel einfacher. Aber wenn man erstmal in der Situation ist und das so spielt, dann ist das manchmal gar nicht so leicht. Mir geht es jetzt wirklich erstmal vorrangig darum, diese komischen ganzen Wachen hier einzuschläfern. Und dann werde ich die Behälter auch zerstören. Die Scharfschützen werde ich jetzt natürlich nicht einschläfern. Die mache ich nämlich klar, weil die stören total.
Da vorne müssten sich noch ein paar Wachen befinden. Aber die sehe ich, glaube ich, von hier jetzt nicht so direkt. Da muss ich erstmal rüber aufs andere Dach. Und von da drüben sollte das eigentlich kein Problem sein. Das müssten die letzten zwei sein. Wir müssen auch immer wirklich gucken, dass sich die Wachen in diesem Radius hier befinden. Und damit hätten wir auch 10 Wachen schlafen gelegt. Jetzt schnell das Ding hier unten zerstören. Shay legt da wahrscheinlich eine Bombe. Oh, das ist aber kurzzeitig. Es bleiben noch 2 weitere Giftvorräte, die wir zerstören müssen. Oh, es gibt ja dann doch schon einen großen Knall. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so laut ist. Das erregt natürlich auch Aufsehen. Wo ist jetzt der andere Behälter? Der ist da hinten. Naja, die Jungs splitter ich erstmal mit der Granate weg. Ja, der andere Typ guckt sich das jetzt an. Der kann es noch gar nicht fassen. Warum immer die und nicht ich? Aber den kill ich jetzt mit einem Luftattentat. Oh, Gasmaske. Das ist auch ein cooles Feature. Das gibt es ja auch, glaube ich, nur in Rogue, dass wir so eine Gasmaske hier verwenden können. Ach so, ich habe durch die Splittergranate schon den Behälter zerstört. Das ist ja cool. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass es so geht. Ich habe gedacht, ich muss das selber zünden. Ja, Hundi, ist ja gut. Komm hier rüber. Nee, komm du da runter. Was denn, selben Weg? Ach so, ihr seid 2. Oh, nicht schon wieder so ein Schleicher. Verdammte Axt, muss ich kontern und dann muss ich die alte klar machen. Das ist wirklich extrem nervig mit diesen Schleichern. Also gerade wenn die in einem Kampf auftauchen, wo wir sowieso schon mit anderen Soldaten zu tun haben, ist das echt nervig. Ich muss hier raus, oder ich bin so gut wie tot. Echt, ja? Können wir nicht einfach doch ein bisschen kontern und ein bisschen Spaß haben? Okay, ich sehe schon. Uns wird der Spaß verwehrt. Nee, ich wollte eigentlich auf die Rauchbomben wechseln. Shay, Rauchbomben rein. Oder okay. Ach, verdammte Scheiße, ich habe gar keine Rauchbomben. Okay, dann einfach schnell weg. Herrliche Zerstörung, Captain. Ich konnte den Qualm von der Morrigan aus sehen. Das nimmt diesen Schurken den Mut. New York ist vorerst sicher. Bei allem gebotenen Respekt, Colonel. Es bedarf mehr als ein paar Explosionen, um diese Art von Problem loszuwerden. Der Junge hat recht, Colonel Monroe. Shay, richtig? Ich gratuliere. Ihr habt New York von einigen Ratten befreit. Ich bin Jack Weeks und das William Johnson. Bei ihm weiß ich's nicht, aber ich bin hoch erfreut. Ganz meinerseits. Es ist schrecklich staubig hier. Ich wette, Shay erzählt uns von seinen Abenteuern bei einem Pint. Hey, die erste Runde geht auf den Colonel, hä? Stimmt etwas nicht, Master Cormac? Nur ein bisschen verwirrt. Ich muss Gas eingeatmet haben. Ein Ale wird euch gut tun. Kommt, hier sind nur Freunde. Man kümmert sich um euch. Das ist ja toll. Wir hatten die Mission abgeschlossen. Das war Erinnerung 04. Halte die Freunde in der Nähe. Optionale Ziele waren 3 Wachen mit einer einzigen Granate töten, 10 Wachen schlafen liegen. Hätten wir alles geschafft. Trophäe erhalten. Neue Freundschaften. Der Ladebildschirm dürfte eigentlich nicht so lange gehen.
Vom Colonel. Verehrter Master Cormac, verzeiht die Kürze meines Schreibens, aber es ist an der Zeit, ehrlich zu sein. Ihr habt der Templer-Sache eure Verbundenheit und Findigkeit bewiesen und das trotz, und vielleicht gerade wegen, eures Assassinen-Ursprungs. Das Manuskript, das die Assassinen suchten, war schon länger in meinem Besitz. Ich nahm es, als meine Männer euch fanden. Der Großmeister selbst beauftragte mich, seine Bedeutung zu ergründen. Eine Aufgabe, an der ich gescheitert bin. Ich übergebe sie an euch, Master Cormac. Es gibt niemandem, dem ich mehr vertraue. Heute verlasse ich Fort William Henry, eine schlecht gerüstete Garnison, umgeben von feindlichen Indianern und der französischen Armee. Wir haben Verstärkung angefordert, aber ich bezweifle, dass sie rechtzeitig eintrifft. Ich hege keine Illusionen über den Ausgang unseres Widerstandes. Ich übereigne mein Leben der britischen Armee und meine Seele dem Vater des Verstehens. Ergebenst, Colonel George Monroe. Alles klar. Das neue Ziel wäre jetzt, das Ruder der Morrigan übernehmen. Also sind wir doch schon ein Templer. Irgendwie hat es den Anschein. Ich hätte gedacht, wir müssten vielleicht irgendwie ein Ritual noch wieder durchlaufen, um dem Orden beizutreten. Ich habe gedacht, das wäre so gewesen, aber dann war es wohl doch nicht so. Oder vielleicht kommt es auch noch, keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal schnell hier auf diese Karte oder an diese Karte oder an diesen Kartentisch vielmehr und schau mal, was meine Flotte so treibt. Denn genau, das hatte ich nämlich noch im Hinterkopf, um bestimmte Sammelobjekte oder bestimmte Belohnungen zu erhalten. Wenn unsere Schiffe von einer Mission zurückgekehrt sind, müssen wir natürlich immer an diesen Kartentisch rangehen. Ansonsten kriegen wir das alles nicht. Hier wird natürlich auch immer der Missionsbericht eingeblendet und diese Belohnungen. Da unten steht jetzt auch wieder neuer Zielort freigeschaltet. Das ist ein Sammelobjekt, das wir bekommen haben. Spanischer Konquistadorenhelm. Und ich gehe jetzt mal auf meine Flotte. Ich werde das Schiff auch mal reparieren. Wir sollten natürlich immer alle Schiffe reparieren. Da war auch gerade die Auswahl, das Schiff zu reparieren. Gut, jetzt ist es das zweite Schiff, was ich reparieren musste, aber wenn wir mehrere Schiffe auf Mission geschickt haben und mehrere Schiffe kehren zurück, können wir natürlich auch alle Schiffe mit einmal reparieren. Ich gehe jetzt erstmal wieder auf Missionen und schicke auch wieder ein paar Schiffe auf eine weitere Mission. Mist, jetzt habe ich X gedrückt. Scheiße, bei wie viel Prozent waren das Ding? Ich hoffe, das war über 90. Ja, 96% reichen aus, würde ich sagen. Und mehrere Routen haben wir auch nicht. Dann würde ich auch mal sagen, wir haben genug für diese Folge gemacht. Ich hatte eigentlich noch vor, ein Bandenversteck zu machen, aber da die Folge jetzt auch schon wieder über 40 Minuten ist, würde ich sagen, das machen wir ein andermal. Ich hoffe, ich habe euch wirklich einiges erklären können. So, dass es auch vernünftig rüberkam. Jedenfalls für Außenstehende, die das Spiel vielleicht noch nicht gespielt haben, dass man auch wirklich nachvollziehen konnte, was es mit bestimmten Sachen auf sich hat. Und ich habe mich natürlich auch wieder ein bisschen glatt angestellt in der einen Mission mit diesen Splittergranaten. Und es gab natürlich auch wieder eine Desynchronisation. Aber wie gesagt, das hat ja schon ein bisschen Tradition. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Könnt mich gerne abonnieren, um auf den Laufenden zu bleiben, was diese Serie und noch kommende Projekte angeht. Könnt das Video kommentieren, könnt vielleicht sogar eine Bewertung da lassen. Das ist alles euch überlassen. Und dann sehen wir uns auch bei der nächsten Folge. Dann heißt es auch wieder Let's Play Assassin's Creed Rogue.